Welcher Bayern-Spieler steht vor einem Wechsel zu Manchester United? Und welche zwei Spieler lässt der BVB am Deadline-Day noch ziehen? Das und mehr in Teil 2 unserer Transfer-News am Deadline-Day. Ein Transfer nach dem anderen wird jetzt offiziell. Joao Cancelo trägt ab sofort das Trikot des FC Bayern. Der 28-Jährige kommt auf Leihbasis vom englischen Meister Manchester City nach München. Die Bayern haben sich auch eine Kaufoption für Cancelo gesichert. 70 bis 80 Millionen Euro wären im Sommer fällig, wenn der Portugiese langfristig beim FC Bayern bleiben soll. Auch Philipp Max hat den Verein gewechselt. Der Linksverteidiger verlässt die PSV Eindhoven und schließt sich Eintracht Frankfurt an. Wie der amtierende Europa-League-Sieger offiziell vermeldet hat, kommt Max genau wie Cancelo zunächst auf Leihbasis. Im Sommer kann die Eintracht den 29-Jährigen dann theoretisch kaufen. Die Frankfurter haben dabei ein echtes Schnäppchen ausgehandelt. Die Ablöse für Max liegt bei unter 2 Millionen Euro. Die abstiegsbedrohte Hertha hat auch nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Tolga Cigerci wechselt an die Spree. Der Mittelfeldspieler kommt aus der Türkei von Ankara Gücü. Cigerci stammt aus der Jugend des VfL Wolfsburg. Er war während seiner Zeit in der Bundesliga aber hauptsächlich in Berlin aktiv. 2013 war er zunächst auf Leihbasis und ein Jahr später dann fest zu Hertha gewechselt. 2016 ging es weiter zu Galatasaray. Jetzt kehrt Cigerci in die Bundesliga zurück. Lange hat der FC Schalke 04 nach einem Abräumer vor der Abwehr gesucht, jetzt haben die Knappen ihn auch gefunden. Eder Balanta vom FC Brügge wechselt nach Gelsenkirchen. Bei dem Deal handelt es sich um eine Leihe bis zum Saisonende. Über eine Kaufoption schweigen sich beide Clubs aus. Balanta war bei Brügge in der aktuellen Saison nur noch zweite Wahl. Der 29-Jährige stand in 13 Pflichtspielen nur dreimal in der Startelf. Die Knappen können sich trotzdem auf einen erfahrenen Sechser freuen, der schon Champions-League-Erfahrung gesammelt hat. Für die kolumbianische Nationalmannschaft kommt der Linksfuß auf 9 Einsätze. Sein Vertrag in Brügge läuft bis 2024. Flügelstürmer Marquinhos verbringt den Rest der Saison in der zweiten englischen Liga. Der FC Arsenal hat den 19-Jährigen an Norwich City verliehen. Im Sommer hatten die Gunners den Brasilianer noch für 3,5 Millionen Euro vom FC Sao Paulo geholt. Bislang ist Marquinhos nur 6-mal für die Profis zum Einsatz gekommen. Dabei hat er ein Tor erzielt. Eine Topquote hat er dafür bei der zweiten Mannschaft hingelegt. 5 Spiele, 4 Tore, 2 Assists. Nun soll Marquinhos unter Ex-Schalke-Trainer David Wagner durch die harte Schule der Championship gehen. Für Matt Doherty ist das Kapitel Tottenham Hotspur erstmal wieder beendet. Der Rechtsverteidiger verlässt die Premier League und geht nach Spanien. Doherty wechselt auf Leihbasis zu Atletico Madrid. Bei den Spurs macht er Platz für Neuzugang Pedro Porro. Der Spanier kommt für 45 Millionen Euro von Sporting Lissabon. Der FC Southampton macht am Deadline-Day nochmal einen teuren Transfer. Nach Informationen von The Athletic ist sich der Premier League-Club mit Star-Trainer über einen Wechsel von Kamaldin Sulemane einig. Southampton zahlt 25 Millionen Euro Sockelablöse an Renn. 3 weitere Millionen sind an Boni geknüpft. Bei den Saints soll Sulemane bis Sommer 2027 unterschreiben. Auch der FC Everton hat Interesse am ghanaischen Nationalspieler. Auf der Suche nach einem Last-Minute-Neuzugang ist auch noch Manchester United. Christian Eriksen fällt mehrere Monate aus. Trainer Erik ten Hag will deshalb nochmal eine Verstärkung haben. Yannick Carrasco wurde jetzt bei den Red Devils angeboten. Eigentlich bevorzugt der belgische Nationalspieler aber einen Wechsel zum FC Barcelona. Die Blaugrana haben für den Sommer eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro. United ist aber jetzt ohnehin in der Bundesliga fündig geworden. Als Ersatz für Christian Eriksen kommt Marcel Sabitzer zu den Red Devils. Der FC Bayern verliert also kurz vor Ende des Transferfensters einen seiner Mittelfeldspieler. Sabitzer hat zuletzt nur noch auf der Bayernbank gesessen und wurde im internen Ranking von Ryan Gravenberch verdrängt. Im Sommer kommt mit Konrad Leimer zudem neue Konkurrenz im Zentrum. Deshalb flüchtet Sabitzer jetzt nach England. Auch bei Borussia Dortmund tut sich noch was auf der Abgabenseite. Neben Nico Schulz macht auch Thorgan Hazard 1,5 Jahre vor seinem Vertragsende den Abflug. Den Belgier zieht es zur PSV Eindhoven. Der BVB verleiht Hazard zunächst bis zum Saisonende. Im Anschluss kann Eindhoven per Kaufoption zuschlagen und den Offensivspieler dauerhaft behalten. Und auch der Transfer von Jorginho zum FC Arsenal kommt tatsächlich zustande. Wir hatten es heute Mittag in unserem Video schon angedeutet. Mittlerweile ist klar, dass Jorginho das zentrale Mittelfeld beim Tabellenführer der Premier League verstärken wird. Der 31-Jährige unterschreibt bis 2024 plus Option auf eine weitere Saison. Chelsea kassiert 14 Millionen Euro Ablöse. Es hat sich als die größte Transfersensation des Bundesliga-Transfermarkts angebahnt. Jetzt ist der Wechsel von Isco zu Union Berlin doch noch geplatzt. Der Transfer ist in letzter Sekunde geplatzt, obwohl der vereinslose Spanier schon den Medizincheck bestanden hatte. Iscos Berateragentur Gestifute erläutert die Gründe. Wir mussten im Verlauf der Gespräche feststellen, dass unser Verhandlungspartner nicht mehr bereit war, sich in dem ursprünglich besprochenen Rahmen zu bewegen. Auch RB Leipzig hatte Interesse an Isco gezeigt. Ob die Sachsen nun noch einmal ihr Glück bei Isco versuchen?
Bei Union hat man jedenfalls eine ganz andere Meinung zu der Sache. Geschäftsführer Oliver Runert sagt, wir hätten Isco gerne bei uns gesehen, aber wir haben unsere Grenzen. Diese wurden heute entgegen der vorigen Vereinbarung überschritten, deshalb kommt der Transfer nicht zustande. Eine handfeste Meinungsverschiedenheit hat den spektakulären Deal in der letzten Sekunde noch zunichte gemacht. Jetzt muss sich Isco also nach einem anderen Verein umsehen. Auf den letzten Metern des Transferfensters könnte Hertha BSC noch ein echter Coup gelingen. Der Hauptstadtclub arbeitet an einer Leihe von Kerim Demirbay. Nun bleibt abzuwarten, ob Bayer seinen Ballverteiler ziehen lässt und dieser zum Abstiegskandidaten wechseln möchte. Fakt ist, beim Werksclub hatte Demirbay unter Trainer Xabi Alonso zuletzt einen schweren Stand und musste oft auf der Bank Platz nehmen. Bei der Hertha hätte Demirbay natürlich ein ganz anderes Standing. Er würde das Berliner Mittelfeld enorm verstärken. Wie bei Isco ist auch der Wechsel von Linksverteidiger Borna Sosa zu Bayer Leverkusen geplatzt. Die Werkself konnte sich nicht mit dem VfB Stuttgart einigen. Die Schwaben haben ihre Forderung zwar von 25 auf 15 Millionen Euro reduziert, aber Bayer wollte nicht mehr als 10 Millionen Euro locker machen. Der Wechsel von Hector Bellerin geht dagegen wie geplant über die Bühne. Den Rechtsverteidiger vom FC Barcelona zieht es zu Sporting Lissabon. Barca hatte den Spanier erst im letzten Sommer ablösefrei vom FC Arsenal geholt. 7 Pflichtspiele später trennen sich die Wege schon wieder. Und auch bei Enzo Fernandes ist die Messe noch nicht gelesen. Chelsea und Benfica verhandeln weiterhin intensiv über einen Transfer. Doch immer weigern sich die Portugiesen, den Weltmeister ziehen zu lassen, wenn die Blues nicht die festgeschriebenen 120 Millionen Euro überweisen. Fernandes selbst will gerne zu Chelsea. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass der Deal zur Not noch heute Abend über die Bühne gehen kann, lässt Chelsea den Mittelfeldspieler jetzt in Lissabon schon mal den Medizincheck machen. Noch immer ist aber unklar, ob beide Vereine doch noch auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Enzo hängt so lange in den Seilen und muss warten. Jetzt wollen wir noch eure Meinung wissen. Was war für euch heute der krasseste Deal am Deadline Day? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare. Das war Teil 2 unserer Transfer-News am Deadline Day. Schaut euch gerne auch noch Teil 1 an. Wir hören uns morgen wieder.